It's the 1920 Delage CO2 entered by Albert Fellner all the way from Austria. Auf der Terrasse der Edelherberge Villa d'Este am Westufer des Comer-Sees trank man kühlen Champagner, knabberte dicke Oliven und gesalzene Manteln, während die teuersten Autos der Welt zwischen den Kaffeetischen und dem Comer-See über den knirschenden Kies rollten. Schaulauf der automobilen Schönheiten beim Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Höhepunkt eines automobilen Wochenendes der Extraklasse. Schon vor 87 Jahren war es so am Comer-See. Die stolzen Besitzer schöner Fahrzeuge trafen sich und zeigten ihre Kostbarkeiten. Ein Wagen, der an seinem Auftritt im Jahr 1935 schon zum zweiten Mal dabei war, gewann 2016 die begehrte Auszeichnung Coppa d'Oro. Der Lancia Asturias Serie 2, Baujahr 1933, überzeugte das Publikum. 18 Monate nachdem der Wagen hergestellt worden war, bekam er seine aufregende Karosserie von Castagna. Das schöne Blechkleid hatte früher einem Alfa Romeo 8C geschmückt. Bestellt hatte den Umbau Benitos Mussolinis Sohn Vittorio, damit der Stromlinien-Lancia fortan bei Rennen eingesetzt werden konnte. Der 2,6 Liter Motor wurde seinerzeit gegen einen V8 Motor ausgetauscht, der noch heute eingebaut ist. Im August 1935 startete der Lancia beim 24-Stunden-Rennen von Pescara. 5 Wochen später das erste Mal beim Concorso Villa d'Este. Bei ihrer Wahl hatten es die Herren der Jury nicht leicht und verbrachten viele Stunden damit, Fahrzeug um Fahrzeug zu inspizieren. Echtheit, Originalität, Funktionalität und die Historie waren wichtig. In der Klasse A brillierten die Vorkriegswagen, die besonders gut zeigen, wie in den 1920er und 1930er Jahren der persönliche Geschmack eines privilegierten Kundenkreises umgesetzt wurde. And in this new era, manufacturers had to be more creative. They had to make cars more. Era, perhaps not of austerity, but of rationale. This is the car that Bentley Motors built in the mid-1930s. Bentley, the original company, had gone bankrupt in 19 kilometers to be with us today. Die Supercars, die vor 1945 gebaut wurden, spiegeln oft technische Raffinessen und neues Design. Sie hatten ein einziges Ziel. Ihre Besitzer sollten sich magisch fühlen. Die magische Höchstgeschwindigkeit, an die man seinerzeit dachte, lag bei 200 Kilometern pro Stunde. Zum Hochgenuss für Kenner gehören die Fahrzeuge der Klasse C. Luxus und Kreativität vereinten sich in ihnen. Eine der außergewöhnlichsten Fahrzeuge war der Rolls-Royce Silver Cloud von 1958 mit Heckflossen, um die ihn manch ein US-Car beneidet hätte. Als Honeymoon Express machte der Wagen Geschichte, denn der Kofferraum ist so groß, dass das Reisegepäck eines wohlhabenden Hochzeitspaares für mehrere Flitterwochen hineingepasst hätte. Now take a moment to drink in all the details of this motor car. Look at the headlight treatment. And more importantly, when it passes, just look at the tail treatment of this motor car.
If you don't think that American styling was fashionable in the 1950s, this car tells you otherwise. And now, similar period, but all the way from Germany, Heiko and Ilke Seekamp's BMW 503, the German industrialist motor car of choice of the 1960s, Hartmut Ebing's Fassel Vega Fassel 2. Good afternoon, and welcome to Nordeste, Hartmut. Als kleine Raketen könnte man die leistungsstarken, kompakten Fahrzeuge der 1960er Jahre bezeichnen, die in der Klasse D wetteiferten. Selbst bei Kennern kaum bekannt ist der Fiat Moretti 850 Sportiva SS, Baujahr 1968, der gerne auch als Baby Dino bezeichnet wird. The 1968 Fiat Moretti 850 Sportiva SS. The name alone. This is what happens if you only pay half of your restorer's bill. Simon, qua bisogna anche scoprire chi c'è a bordo con Agoni. Ecco le spada. Benvenuto a Villa d'Este. Anders als andere zu sein, das war das Ziel der Fahrzeuge in Klasse E. Während der 1950er und 1960er Jahre brach man im Motorsport auf, um neue Wege zu gehen. And now all the way from Spain, a car from the same year of the Jaguar. But it's the Ferrari 225S Spider of 1952, brought to us by... Designer und Ingenieure zauberten atemberaubende Fahrzeuge wie den Maserati 200 SI oder den ungewöhnlichen Porsche 550 RS, der den ersten Spoiler mit Bravour beim 1000 Kilometer Rennen am Nürburgring trug und dafür disqualifiziert wurde. Schauspieler, Diktatoren, Produzenten. Die Cars der Stars sind bei Sammlern beliebt. In diesem Jahr wurden Erinnerungen an Clark Gable wach beim Anblick seines Jaguar XK 120, Baujahr 1952. Ein Dual Gear sorgte für den großen Auftritt von Frank Sinatra, Ronald Reagan oder Dean Martin. Dual Gear, the car of the Rat Pack, all the way from the USA by way of Turin. Marcello Mastroianni im Ferrari 330 GTC, Steve McQueen im Ferrari 275 GTB-4. Und Clint Eastwood im Ferrari 375 GT4 Berlinetta Boxer mochten es ebenfalls sportlich. Die GTs von 1950 bis 1975 waren eine Klasse für sich. Kraftvolle Maschinen, Platz für etwas Gepäck und die große Tour konnte losgehen. Die 1970er und 1980er brachten auch Fahrzeuge hervor, die wie kaum etwas anderes die Zeit von damals lebendig werden lassen. Der Lamborghini Miura P400 SV beispielsweise, der seinen 50. Geburtstag feiert. Der Lamborghini Aton, der ganz strikt sein keilförmiges Design durchzieht. Helden der besonderen Art waren die Rallye-Cars. Ungewöhnlich für einen Concours d'Elegance. Aber beim Publikum dennoch beliebt. So, let's wait. See this one. But everybody knows it, of course, as a minute.
from Germany. Now, he's either a very, very cautious driver, or he's preserving our gravel, which is very thoughtful of him. And here is the car that toppled in off its perch. The Lancia Stratos. The last of our cars today in the historic parade before we unveil the winner of the Coppa d'Oro Grandeste. This was the car that we Wie in jedem Jahr war der Concorso d'Eleganza auch Bühne für die schönsten Concept-Cars und Prototypen. Manch ein Besucher gerät da schon jetzt ins Träumen, beim Anblick dieser exklusiven Oldtimer von morgen.